Pico-Serie von Mosconi, eine Serie made in Italy, kleine, smarte, hochmoderne Endstufen. Drei Modelle mit DSP, zwei Modelle ohne DSP. Stellvertretend für die ganze Serie möchte ich euch heute die Pico 4.8, ein Vierkanalverstärker mit DSP, einmal genauer vorstellen. Mein Name ist Frank Michetta, CTO Elektronik und DSP bei der Firma Gladen und Mosconi. Ja, Pico 4.8. 4.8 steht für, es ist eine Vierkanal-Endstufe mit 4x90 Watt RMS. Die Endstufe ist brückbar, also es gehen auch 2x85 Watt RMS plus 1x230 oder 2x230 Watt RMS. 4-8, die 8 steht dafür, es ist ein 8-Kanal-DSP eingebaut. Und schauen wir uns die Ein- und Ausgänge dieser Endstufe einmal genauer an. Da haben wir zunächst auf der Eingangsseite haben wir 6 Eingänge. Alle 6 Eingänge sind konnektiert auf den DSP. Da komme ich auch gleich später nochmal zu. Die Endstufe hat eine kleine Besonderheit. Kanal 1 bis 4 sind High-Level-Eingänge, das heißt kompatibel direkt zum Lautsprecherausgang des Radios oder eures Soundsystems. Die kann man intern umschalten, 15 Volt für Standard-Autoradio oder 30 Volt für High-Power-Soundsysteme. Die Kanäle 5 und 6 kann man umschalten, die gehen sowohl Low-Level, also Hinge, RCA, als auch High-Level 15 Volt, 30 Volt. Alle Eingänge sind komplett Class SB kompatibel. Von daher gibt es überhaupt keine Sorgen, egal welches Soundsystem davor hängt. Dann haben wir einen optischen Eingang für digitale Musikzuspieler. Wir haben einen Anschluss zum Preset umschalten, womit man also mit einem externen Schalter das Soundsetup umschalten kann. Wir haben einen Anschluss für ein RTC, für ein Drehpoti. Das lässt sich in der Software verschieden konfigurieren, was das steuern soll, ob das den Subwoofer-Level steuern soll oder einen Eingang oder die komplette Lautstärke. Dann haben wir ein Expansionsport, den Card, BT-Card-Slot zusammen mit der Extension-Sektion. Dafür gibt es als Zubehör verschiedene Bluetooth-Module zum Steuern, zum Musikstreamen. Da kann man die CAN-Bus-Steuerung anstecken. Da gibt es auch ein Modul, das EXTHL4-In, um nochmal 4 weitere Eingänge. Dann habe ich also insgesamt 10 analoge Eingänge zu erweitern. Ja, das ist der Expansionsslot, also ein sehr, sehr universeller Slot zum Steuern und auch als digitale Musikeingabe. Der DSP muss natürlich parametriert werden, da gibt es eine Software zu. Dafür für die Verbindung zum PC haben wir den USB-Anschluss. So, ausgangsseitig und stromseitig haben wir einmal den 10-Pin-Molex-Stecker für Stromversorgung, Remote-Eingang, Remote-Ausgang. Der Remote-Ausgang ist zeitlich verzögert, um weitere Endstufen zu schalten. Dann haben wir die Lautsprecherausgänge. Die liegen auf Kanal 1, 2 und 5 und 6. Warum das so ist, komme ich jetzt zu. Die Ausgänge 3 und 4 sind als Leiterbahn durchgeroutet durch die Endstufe direkt vom Eingang. Der Eingang kann also auf den DSP, auf den Mixer konnektiert werden, ist aber als Leiterbahn durchgeroutet auf Kanal 3 und 4. Und dann haben wir noch auf Kanal 7, 8 und 9 und 10 haben wir noch Line-Ausgänge, das heißt Hinge-Ausgänge für weitere Endstufen.
Warum ist Kanal 3 und 4 vom Eingang zum Ausgang als Leiterbahn durchgeroutet? Nun, die Begründung dafür ist sehr einfach. Wir haben ja noch 6-Kanal- und 8-Kanal-DSP-Endstufen in der Pico-Serie. Und bei diesen Endstufen wird immer Kanal 3 und 4 für das Hecksystem benutzt. Immer heißt, in dem Moment, wo wir einen fertigen Sound-Up-Kabelsatz von geladen Mosconi verwenden, hier in diesem Beispiel, das ist ein Kabelsatz für BMW G-Serie mit RAM-Einheit im Kofferraum. Damit lässt sich die Endstufe Plug and Play installieren. Wir haben zum einen den Stromanschluss, wir haben den Lautsprecheranschluss, wir haben den Signalanschluss und den Anschluss zum Fahrzeug. Das ist im Prinzip schon alles. Und damit diese fertigen Plug-and-Play-Kabelsätze für BMW, für Mercedes, für Quadlock-Einsätze und so weiter, da gibt es also eine ganze Menge verschiedener Kabelsätze, fahrzeugspezifisch. Und damit die auch mit einer Pico 4.8 funktionieren, das Hecksystem, ist Kanal 3 und 4 für das Hecksystem durchgeroutet. Damit läuft das Hecksystem auch bei Verwendung dieses Kabelbaums wie gewohnt bisher übers Radio und das Frontsystem teilaktiv oder Frontsystem plus Subwoofer läuft über die verstärkten Kanäle der Endstufe. Wir haben mit dem Pico 4.8 also einen sehr kompakten 150x156 mm, einen sehr kompakten, sehr leistungsstarken Verstärker mit einem modernen DSP drin, da komme ich gleich noch zu, was der alles kann, und der Konnektivität, dass man so ziemlich an jedes Radio andocken kann, an jedes Werksystem andocken kann und ausgangsseitig schon richtig ordentliche Lautsprecher antreiben kann. Ich möchte euch auch noch kurz die Innereien der Endstufe ein bisschen vorstellen. Da gibt es auch die ein oder andere Besonderheit oder für den interessierten Zuschauer vielleicht zu sehen. So, einmal die Endstufe geöffnet, das reine PCB. Wir haben ein vollwertiges Netzteil, ein symmetrisches Netzteil, deswegen ist diese Endstufe auch brückbar. Das ist also keine Sparschaltung mit nur einer Betriebsspannung, die als BTL-Booster läuft. Das ist eine vollwertige, symmetrische Endstufe, die auch gebrückt werden kann und auch mit entsprechender Leistungssteigerung im Brückenbetrieb. Wir haben analog-digital und digital-analog-Wandler von Burr Brown, sprich Texas Instruments. Wir haben einen DSP-Chip aus der Sigma-Serie von Analog Devices. Und generell, also die Endstufen-Chips, hätte ich fast vergessen, kommen von NXP, von Philips aus den Niederlanden. Das ganze PCB und auch Gehäuse und Montage, die komplette Endstufe, wird in Italien gefertigt. Da ist keine Zulieferung aus Fernost dabei. Das sorgt natürlich auch für einen entsprechend geringen CO2-Abdruck, weil sie halt nicht über den halben Globus geschippert wird, bis sie hier in den Verkauf geht. Nein, das ist noch wirklich made in Europe, made in Italy. Und alle Bauteile, die wir verwenden, bestellen wir A, direkt beim Hersteller, und B, wir verwenden nur Bauteile von renommierten Herstellern. Wie gesagt, Texas Instruments, Analog Devices, ST, Semiconductors und NXP Philips. Das ist also, abgesehen von der kompakten Bauform, ein wirklich vollwertiger, sehr hochwertig gebauter Verstärker mit allem, was einen Verstärker ausmacht. Ja, soweit zur Hardware. Auf der Softwareseite, da möchten wir auch noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Die Software hat einen Demo-Modus, da könnt ihr auch mit rumspielen.
ohne dass die Endstufe angeschlossen ist. Die gibt es zum Download auf www.mosconi.org im Download-Bereich. Die muss nicht installiert werden, die läuft sofort als Exe-Programm. Und da mal einen kurzen Überblick. Also zum einen ist die sehr, sehr einfach zu bedienen. Wir haben einen Setup-Wizard. Den starte ich mal eben. Da ist er. Wir haben einen Setup-Wizard, wo zum einen unsere ganzen fertigen Sound-Up-Pakete schon als fahrzeugspezifisch hinterlegt sind. Wir können aber auch sehr, sehr einfach mit Fahrzeuggröße und unserem System, wo man nur auswählen muss, welchen Lautsprecher man an welchem Ausgang hat, kann man sehr, sehr einfach ein Basis-Setup erstellen, was auf Anhieb funktioniert. So schon passiert. Man hat also in Windeseile die ersten sehr, sehr guten Ergebnisse. Dann habe ich natürlich alle Möglichkeiten, die mir ein moderner DSP bietet. Das heißt, ich habe drei Stück, 2x30 Band vollparametrischen Equalizer. Ich habe eine Laufzeitkorrektur, um die unterschiedlichen Abstände zu korrigieren. Ich kann die Lautsprecher einzeln einpegeln. Ich habe Aktivweichen in allen möglichen Variationen vom Standard einfach Butterworth Filter bis zu frei definierbaren Güten später, wenn man in die Materie eingestiegen ist. Ich habe dynamische Filter, also ich kann Filter abhängig von der Lautstärke arbeiten lassen. Das ist weltweit einzigartig, dieses Disc bei Mosconi. Ich habe eine komplette Phasenkontrolle mit drin, so dass die komplette Software zum einen sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Die ersten Schritte rein, bis die erste Musik kommt, geht wahnsinnig schnell. Aber je mehr ich in die Materie reinwachse oder je mehr ich mit der Endstufe vorhabe und mein Auto wirklich feintunen will, umso mehr Möglichkeiten bis zum kompletten Messsystem bietet mir diese Software. Ich kann also bis zur Frequenzgangmessung und Laufzeitmessung kann ich damit alles machen und kann das auch alles mit dieser Pico 4.8, mit dieser kleinsten Pico-Endstufe schon alles machen. Okay, ja, Pico 4.8 DSP einmal kurz vorgestellt. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ich schaue jeden Tag rein und beantworte die Fragen gerne. Hier noch einmal eine kleine Übersicht am verfügbaren Zubehör. Das geht also los bei fahrzeugspezifischen Kabelbäumen zum Plug-and-Play-Anschluss. Das geht weiter über Adapter von Microfit auf RCA, auf Hinge. CAN-Bus-Steuerung, Bluetooth-Streaming, analoge Eingänge erweitern. Alles kein Problem mit dieser hochmodernen DSP-Plattform. Ja. Soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran. Das nächste Video in Vorbereitung wird die komplette Pico-Serie einmal von vorne bis hinten durch vorgestellt. Besteht insgesamt aus 5 Endstufen. Die 4.8 wurde jetzt als Beispiel genommen, weil es die jüngste in dieser Riege ist. Bleibt dran, abonniert diesen Kanal, dann werdet ihr nichts verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.